Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Teilnehmen ich möchte sprechen über If-Statement und ja, was ist If? If ist ein wichtiges Statement in jeder Sprache vom Computer, egal C++, Java oder C#, Visual Basic. If ist sehr wichtiger und ein Programm auf jeden Fall ungefähr in einem Projekt, vielleicht 10 Mal, 20 Mal oder mehr Mal muss benutzen von If-Statement. Denn dieses Statement ist sehr wichtig und wir müssen lernen, was passiert mit diesem Statement. So. Ich schreibe hier ein neues Projekt mit Console Application if Statement und okay. Console Application, .NET Framework und okay. So, hier ist meine Class-Programm und habe ich hier Method Main. Zum Beispiel denken Sie, wir möchten haben eine Login-Page oder muss etwas kontrollieren, probieren, wenn eine Information ist passt, wenn eine Information ist passt, dann Application muss machen etwas. Und wenn, if die Information ist nicht passt und was passiert, nochmal Application wie antworten muss geben zum User. Ich schreibe hier eine kleine Application wie Login Page. Zum Beispiel von Login Page Namen und Zeichennummer. Ich schreibe String String Name Sprache, Deutsch von Tastatur, String Name, erstmal Beispiel Karin und String Passwort gleich mit 7 5 4 6 9 7 4 6 5 9 Ich habe Probleme mit meiner Tastatur. 7 4 6 5 9 Das ist Beispiel meine Passwort von Karin. Das ist jetzt eine Login-File. Wenn ich hier gerade schreibe cwconsole.writeline und ich sage einfach, schau mal, was ist in Name plus, ich habe schon gesagt, mit Class Environment that new line, wir können eine Linie hinten und plus Passwort. Wenn ich sende diese Namen und Passwort in Console-Dateien und mit Console.readKey so.
Ja, und wenn ich hier Start machen die Application. Ja, normalerweise hier, ich habe Karin von 7, 4, 6 von und 9 von Passwort. Ja, jetzt ich bereite ein bisschen diese Code, ich andere schreiben. Zum Beispiel, ich möchte meine Application im CMD-Page erstmal fragen, bitte schreiben Sie deinen Namen und ich schreibe selber meinen Namen und später frage, bitte schreiben dein Passwort und ich schreibe auch Passwort und wenn if meine Passwort und Namen, wenn es gleich mit dieser Karin und diese Passwort, dann meine Application sagen willkommen zum Beispiel. So, erstmal von Frage. Ich direkt hier schreiben. Console.WriteLine. Bitte. Bitte. Schreiben Sie Ihr Name. Point. Und hier. Was kann ich bekommen von User, wenn ein User direkt schreiben seinen Namen und ich bekomme die Information? Hier soll ich ein bisschen ein Zeichen leer hier haben und Sie können gut lesen, was passiert. Hier, ich einfach löschen die Karin und ich sage Esrin Namen gleich mit Konsul. Console.read line. Console.readline ist bedeutet warten und was schreiben die User und du bekommen das und schicken in Name die Informationen. Und hier ja normalerweise von Passwort auch soll ich so machen. CW wieder bitte schreiben Sie Ihr Passwort und hier nochmal auch Passwort weg und ja, hier noch wieder Konsul. Das read line und ich brauche nicht dieses zwei Code jetzt hier. Und hier kann ich benutzen jetzt von if Statement. Einfach ich schreibe if und zweimal tab und Block von if kommt jetzt hier. If Statement. Für if ich erkläre zwei Declaration von String. User
Name Beispiel gleich mit Karin, Entschuldigung, in Quotation Mark. Soll ich alle String in eine Quotation Mark schreiben? Karin und nächste String User Pass Wort gleich mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Beispiel. So, jetzt hier in if true. Ich schreibe if, wenn Name, dieser Name, wenn User schreiben. Name. War gleich mit User Name. Wenn Name ist gleich mit Username, dann schreibst du mit Console.println, schicken für mich eine Message. Deine Name ist passt. Und wieder. Wir können zu viele Mal if schreiben in if. Auf im Computer Language wir sagen if to if. Wir können zu viele if wenn schreiben. Zum Beispiel, ich jetzt schreibe wieder eine if, wieder eine if. Und hier. If name war nicht gleich mit Username. Dann was machst du? Dann hier schreiben. Deine Name ist falsch. Und besser, ich schreibe diese if auch in diese Blöcke. Blöcke if, erste if. Und wieder hier schreibe ich if Passwort, dieses Mal Passwort. Ja, if Passwort war gleich mit User Passwort, dann auch schreiben deine
das Wort ist passt und wieder hier if Passwort war nicht gleich. Das hier, das bedeutet nicht gleich und das bedeutet gleich. Nicht gleich mit User Passwort. Dann schreibst du dein Pass Wort ist falsch. Und hier in diesem Block eine if-else hier if-else oder else if else if name name war gleich mit Username und in C-Sharp Programming ist so zweimal und Passwort war gleich mit User Passwort. Dann schreiben hier einfach welcome Willkommen. Wer den Namen? Ein So und plus Name. Dann hier Konsul. Da dreht So, statt der Application. Erstmal ich rechts schreiben die alle Informationen. Hier steht jetzt, bitte schreiben Sie Ihren Namen. Mein Name war Karin Inter. Bitte schreiben Sie Ihr Passwort. Passwort war 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Enter. Hier steht, dein Name ist Pass, dein Passwort ist Pass. Willkommen, Karin. So, sehr gut funktioniert. Und wieder Enter und Application schließt. Ich wieder Start machen. Application und wieder. Bitte schreiben Sie den Namen. Ich andere Namen schreibe hier. Beispiel Mohammed Inter. Passwort
8785479 Enter. Direkt hier schreiben, dein Name ist falsch. Wieder Enter und Application in erste Statement, die zweite hier. Hier schließt und ja. Was kann ich so tun, wenn ich möchte meine Application immer wiederholen machen und nicht schließ machen, wenn ich eine falsche Information schreibe? Kann ich einfach mit while Statement kontrollieren zu machen von meiner Application und meine Application immer leben und nicht schließen einfach. Dann ich von hier, ich kopiere die alle Code von hier, alle Code cut und wieder hier in diesem Block im Method main, ich schreibe while und zweimal tab. While true und in dieser Block ich wieder paste machen die ganze Code in a Statement while. Ich spreche später in andere Video mehrere über while Statement und ja, wenn ich jetzt wieder starte noch meine Application. Bitte schreiben Sie Name Karin. Name ist richtig, aber Passwort zum Beispiel falsch. Und dein Name ist Pass. Bitte schreiben Sie Ihren Namen Karin. Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier hat steht dein Name und dein Passwort ist Pass. Willkommen Karin, wieder. Nochmal, schreiben Sie bitte dein Name Mohammed. Schreiben Sie Passwort und falsch. Ja, jetzt meine Application kann immer leben und nicht, wenn ich auch falsch schreibe, noch arbeite. Das ist cool. Mit while Statement kann ich kontrollieren, wie alle Code von CPU. Ich mache, ich schließe meine CMD Page. Und im while, ich brauche nicht schreiben, auch console.readKey. So, vielen Dank für Anschauen dieses Video. Bis nächste Video.